Ein Schritt um Schritt des Abscannens der Körperapparate, welche Signale senden die Tentakeln, die quergestreifte Muskulatur, Schmerzen, Verspannung, wohlige Entspanntheit, süße Aufforderung zur Handlung. Was sagt die Lunge? Was sagt die Leber des Lebens? Was sagt der Verdauungstrakt? Gibt es überhaupt Signale der Rückmeldung, der Dyshomöostase? Was plärren die unteren euch herunter? Was gibt es für Notdurft, für Bedürfniszwang, Hunger, Durst, Luftnot oder araktisch, ataraktisch, signallose Indifferenz oder besser noch Well-Being, wohlige Entspanntheit in aufmerksamer Fokussierung und Gespanntheit der Katze vor dem Mauseloch, des Menschen vor dem Augenblick, der nun doch immer noch sich bewegt und also da ist, als dieses Weltenbühnentheater. Und fangen Sie nun nicht wieder damit an, dass das Themenverfehlung gewesen wäre. Denn schließlich sei es die Summe dieser sensationellen Erlebnisse und Erlebnisse des Empfindens, des Wahrnehmens, des Denkens und seiner Produktionsfolgen. All die Symphonien und Werke und Strukturen und Vorstellungen des Symbolraums, der Mathematik des Herzens, ja. Aber das zu sich als organisch aufgeblasener Körper gekommene Sein interessiert diese Vorstellung des Symbolischen, eines über den Wasser schwebenden, wollenden Geistes, das die Realkontingenz einfach nur verwischt, verwirft. Nein, das interessiert es nicht mehr. Jedenfalls solche Hunde wie Diogenes.